Ja, Momo Leute, euer Zero hier und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Fallout Shelter Online. Es gab diverse Probleme bei diesem Spiel und zwar haben die ein Update rausgebracht und ich musste tatsächlich einen chinesischen Personalausweis haben, beziehungsweise die ID davon. Nach 2 Wochen habe ich festgestellt, hey, es ist erschreckend einfach daran zu kommen. Ja, jetzt sind wir wieder hier. So viel dazu. Die Frage ist, was machen wir? Wir haben jetzt Nahrung ohne Ende, wir haben Pillen ohne Ende und ich kann eine Sache bauen, wenn ich möchte, was auch immer das bedeutet. Ich guck mal nach, ich hoffe, das Programm funktioniert jetzt wieder. Ich habe irgendwie in letzter Zeit das Problem gehabt, dass wenn ich den Knopf öfters drücke, dass der Knopf einfach nicht mehr funktioniert. Er ist einfach nicht mehr existent. Keine Ahnung, jetzt habe ich das mal auf einen anderen Knopf gemacht. Die folgenden Zimmer können aktualisiert werden. Ich kann also quasi Zimmer aufwerten. Ja, coole Taste, Zero, coole Taste. Ich komme hier nicht. Ich komme hier mit der Tastatur nicht klar. Weil mein Kopf denkt, das ist ein PC-Spiel. Aber es ist ja eigentlich auf dem Emulator. Das heißt, ich kann die Tastatur eigentlich gar nicht verwenden. Und da muss mein Kopf erstmal drauf klarkommen. So. Wie fahren wir jetzt weiter voran? Soll ich was bauen? Ich weiß es nicht. Brauche ich davon irgendwas? Ja, das hier habe ich doch nicht, oder? Wir gucken einfach, was wir nicht haben. Nicht Escape drücken, Zero, nicht Escape drücken. Das ist ein verdammtes Mobile Game. Ich glaube, das haben wir nicht. Komm, wir bauen einfach das hier. Wir gucken einfach, was das ist. Dauern tut es ja auch nicht lange. Und ich hätte echt Lust, hier weiterzugehen. Es gibt noch verschiedene Schwierigkeitsstufen. Denke ich jedenfalls. Was sagt denn mein Programm dazu? Hui. Zack. Sag ich mal. Diese dämliche Scheiße. Diese dämliche Scheiße, dieses Programm regt mich gerade so auf. Alter Schwede. Kannst du nicht einmal funktionieren? Wieso funktioniert der Knopf nach einer Weile nicht? Ich verstehe das nicht. Hier, Einstellung. Hier, wenn ich irgendwas schreibe, funktioniert die A-Taste nicht mehr. Die ist irgendwie disabled. Muss ich das verstehen? Okay, ich hab's jetzt auf C gemacht. Jetzt funktioniert die C-Taste nicht mehr. Wollt ihr mich eigentlich verarschen? Ist das so eine Art Mobbing hier? Hä? Mobbingkreis? Von Fallout und meiner Tastatur? Habt ihr euch gegen mich verschworen? Ja. Ja. Da muss irgendwie eine Lösung her. Da muss eine Lösung. Ich verstehe das nicht. Wenn ich jetzt die Einstellung nehme und dann einen Knopf wähle, wie zum Beispiel Q, dann funktioniert die Q-Taste nicht mehr. Hä? Aber groß schreiben geht noch, klein nicht. Okay, dann mache ich groß. Komm, Einstellungen. Umschalt Q. So. Ja, jetzt funktioniert die nicht. Das ist Mobbing. Das kannst du mir nicht erzählen. Okay, Moment. Funktioniert das, wenn ich das hier mal einscanne? Und dann einfach selber reinkopiere. Ja gut, dann muss das so funktionieren. Ja, dann mache ich das jetzt so, dass ich das jetzt so eigenhändig reinkopiere. Aber irgendwas will mich mobben. Ich verstehe es nicht. So, Miku MMO. Was ist das denn für eine Übersetzung? Wenn ich den Scheiß hier unten einscannen will. So. Regt mich das gerade auf. Wieso funktioniert das nicht? Was ist denn das? Der scheiß Auto-Detect. Hier. Shinies. Dieses Spiel. Oder dieses Programm. Oh, Leute. Entwickelte Programme von Zero funktionieren maximal einen Tag. Danach nicht mehr. Danach existieren die anscheinend nicht mehr. Aber ich denke mal, das ist der Schwierigkeitsgrad zu übersetzen. Gesicht. Scheiß drauf. Wir gehen da jetzt hin. Wir machen jetzt den Kram. Ich brauche eine Feuerkraft von... Okay, jetzt. Ja, Programm. Bitte.
Bitte tu mir den Gefallen und funktioniere einfach. Geht doch. Hast du es gesehen? Das intelligente System des Tierheims kann auf der Situation basierend berichten sie über den Schwierigkeitsgrad der einzelnen Standorte und treffen sie mit uns eine Entschuldigung. Entscheidung, die Stärke des Kriegstrupps zu vergleichen. Okay, also ich vermute mal, wir werden auf jeden Fall Angriff von 277 benötigen, was wir eventuell nicht haben, weil es ja rot angezeigt ist. Oder haben wir es doch? Man weiß es doch nicht. Wir gucken gleich mal nach. Achtung, aufgepasst, ihre Kampftruppe ist nicht stark genug. Okay, jetzt wissen wir es. Die Ergebnisse der vom System abgegebenen Betriebsbewertung sind nicht sehr optimistisch. Achten Sie also darauf, trainiere und stärke sie. Okay, wir müssen also erstmal stärker werden. So, aber was bedeutet jetzt das Rote? Einfach nur Kampfkraft wahrscheinlich, ne? Unsere Stärke. Ach, unsere Stärke ist 277 und empfohlene Stärke ist 747, um weiterzukommen. Okay, dann haben wir jetzt zumindest ein Ziel. Der stärkste Feind. Ach, der stärkste Feind hat eine Stärke von 747. Alles klar, Junge. Drück nicht Escape. Was ist denn los mit dir? Okay. Wir müssen zurück. Unsere Kampftruppe. Da, mein stärkster ist 277, ja? Das heißt, ich muss die erstmal trainieren. Alles klar. Training. Upgrade. Ja, das. Eigentlich ist das gar nicht mal so eine schlechte Idee, ne? Das Trainingscenter abzugraden. Gib mir den Scheiß. Yeah! Uns fehlt Wasser. Merke ich gerade. Was ist mit dir los? Die wollt mir Kronkorken schenken. Finde ich nice. So. Das ist also wirklich unser nächstes Ziel, dass wir dahin kommen. Dann würde ich sagen, Spiel. Ich wünschte, ich könnte das Ganze auf dem richtigen Mobile Device spielen, aber Bethesda hat's verkackt. Was geht denn hier ab? Was ist das alles? Ich kann hier irgendwelche Dinge geben, wahrscheinlich, nehme ich an, ne? Was heißt das? Also, wir gucken jetzt hier nach. Austausch von Gildenlagern. Beschaffung von Gildenmaterial durch den Austausch von Gildenlagern. Ich guck mal hier nach. Was ist die Überschrift des Ganzen? Scan das ein. Heute machen die mich fertig. Ja gut, wir werden es nie erfahren. Mein Programm will nicht. Ich möchte, dass du darüber gehst. Geht doch. Und ein Stufenaufstieg. Was fehlt mir denn jetzt? Okay, ich würde sagen, wir upgraden das. Ich denke mal, das wird uns fehlen. Was fehlt mir denn jetzt schon wieder? Ihr macht mich fertig. Wieso fehlt hier alles? Oh. So, mein Programm funktioniert wenigstens hier. Rundfunkraum. Okay, wir brauchen einen Rundfunkraum. Alles klar. Dann bauen wir einen Rundfunkraum. Ey, ich drücke wieder Escape. Ich drehe durch. So, Rundfunkraum. Was ist hier ein Rundfunkraum? Das ist der Rundfunkraum. Und da fehlt mir eine Ressource. Wie komme ich da ran? Es läuft hier gar nicht so wirklich gut gerade. Okay, komm. Ich weiß, was wir machen. Zero ID? Nein. Da. Wir gehen einfach nochmal hier hin. Oder nein. Nein. Wir nehmen einfach diese Person. Gucken uns die anderen an. Guck mal, da säuft sich einer tot. Hier.
Da, der säuft sich tot. Der hat eine Angriffskraft von 210. Wo kommst du mit? 241. Und du? 277. Ja gut, du kommst mit. Dann kann der Säufer kann auch wieder zurücksaufen gehen. Ist gar kein Problem. Und dann kommst du noch mit hoch. Und dann haben wir drei Leute. Und dann können wir die Quest machen. Das ist der Plan, Leute. Das ist der Plan. Das Spiel macht mich wahnsinnig. Wir haben sogar noch Platz für zwei Leute. Aber wie wir an Leute rankommen, das weiß ich auch nicht. Mal gucken. Auf jeden Fall können wir 500 Energie und eine Lunchbox gewinnen. Aber es kostet uns 200 Energie. Weil es wäre unsinnig, wenn es uns eine Lunchbox kosten würde. Und eine Menge Gegner warten ja auf uns. Zah! Guckt's euch an, hier, Abmarsch! Habe ich es denen gegeben? Ich könnte sogar noch eine Person mehr mitnehmen, ne? Hier, komm. Du kommst mal mit. Also wirklich fröhlich ist er jetzt nicht. Wieso sind die anderen blau und der grau? Egal, kommst mit. Scheiß drauf. Es geht los. Wir werden dieses Spiel meistern, auch wenn es nicht auf Deutsch ist. Wir haben übrigens Zeit, bis Pokémon rauskommt, weil dann würde ich das gerne mit Pokémon ersetzen. Oh. Storytime. Zack. Mal gucken, was für eine Scheiße er uns hier rausplaudert. So. Die rote Rakete soll vor langer Zeit die beliebteste Tankstelle und Garage der Föderation gewesen sein. Ich möchte so sein, wenn Jacob hier vorbeikommt. Ich glaube, er möchte hier sein. Sollte er hineingehen und ein wenig Öl hinzufügen, richtig? Hahaha. Ha, ha. Den Witz habe ich nicht verstanden. Wie soll man auch bei der Übersetzung einen Witz verstehen? Oh. Ach, er möchte das. Ah, er möchte geölt werden. Alles klar. Ist das ein Witz? Ernsthaft? Es hat sich nicht mal gelohnt zu übersetzen. Ja, fragt das noch. Was sagt Yahoo dazu? Ja, müssen Sie fragen? Okay, das ergibt jetzt mehr Sinn. Können wir das Geplänkel sein lassen? Könnt ihr wichtige Dinge erzählen? Ich glaube wirklich nicht, dass es etwas Komisches gibt. Naja. Ach so, Informationen, ja klar. Gut, gehen wir mal hier hin. Was soll dieser Raum? Das ist ja der Eingang. Alles so skurril. Aha! Geht, ach so. Ich will auf den Fahrstuhl drücken. Gegners! 4 gegen 4, okay, das kommt hin. Ich finde das gut mit dieser Anzeige hier unten, dass man wirklich schnell draufklicken kann. Medikit! Oh Gott! Sie heilt beide Leute! Die ist OP. Die bleibt im Team. Definitiv. Hier, macht eure Ultis. Gegen den da. Oder auch nicht. Ho! Bam! Hat er sie fertig gemacht. Alter. Hier, die nächste Ulti. Komm, zieh durch. Nice. Gib mir Loot. Schallplatte? Glasscherben. Ich würde Glasscherben nicht als Loot bezeichnen, sondern mehr als Schrott, aber gut. Nehmen wir mit trotzdem. Ich bräuchte eine härtere Truppe, ey. Leute, die wirklich was drauf haben. Aber vielleicht kriegen wir in der Lunchbox ein bisschen was. Oh, ein Tresor. Backsteine. Der Schatz des Jahrhunderts. Mal gucken, was wir damit anfangen können. Ich weiß das nicht. Wir wissen doch so wenig von diesem Spiel. Man muss dazu sagen, ich habe ja Fallout Shelter gespielt ohne Ende. Aber das ähnelt dem Spiel nicht mal ansatzweise. Es. Was wollt ihr von mir?
Ellie kann Heilfähigkeiten anwenden, um dem Kampfteam eine dauerhafte Kampffähigkeit zu verleihen. Ah, alles klar. Nochmal dieselben Viecher, die wir schon mal besiegt haben. Das könnte brenzlig werden. Erbrechen! Eine Mecke! Oh Gott, die haben eine Emotion runter geschrieben. Eine Menge ekelhafter, nackter Maulwürfe. Deshalb mag ich die Oberfläche nicht, egal was sie tragen. Dicke Schutzanzüge. Es gibt immer ein paar schmutzige Sachen und die kommen und sich mit ihnen in Verbindung zu setzen. Ein Hund? Ich krieg einen Hund? Das ist der fünfte Mann. Deswegen durften wir nur vier wählen. Ah! Was sagt sie? Wang Wang. Wang Wang, Leute. Ja, Wang Wang, Leute. Oh, ja, oh, das werde ich jetzt die nächste Zeit machen. Komm, wir machen das mal so. Ach nee, dann kann ich es ja nicht mehr kopieren. So, was sagt Yahoo dazu? Wuff, alles klar. Wang Wang heißt also Wuff. Ein Hundi. Oh. Ein wilder Hund. Es will mich beißen. Schau mich an. Töte es mit einem Schuss. Oh, der arme Hund. Der hat doch nichts gemacht. Voll unschuldig, der Hund. Ja, komm schneller. Warte, nicht schießen. Bist du das Hundefleisch? Dogmeat. Ich dachte, du wärst verloren. Wie hast du das gefunden? Drinnen? Wie hast du uns hier drinnen gefunden, heißt das wahrscheinlich. Wuff. Ja, komm, das... Ich werde das gar nicht übersetzen. Was der Hund sagt, muss nicht übersetzt werden, Freunde. Wir werden es wahrscheinlich zwischenzeitlich machen, um zu gucken, ob er wirklich spricht, aber ich bezweifle das mal stark. Guter Kumpel, komm mit uns. Sehr schön, jetzt haben wir einen Hund. Also einen richtigen, einen sinnvollen Hund. Komm. Angriff. Okay, gib uns Power. Hätte ich vielleicht später machen sollen. Egal. Wir werden die Ultis jetzt durchgeklappt und dann BÄM! Betäubt. Und die heilt schon wieder. Was ist denn los mit der? So ein paar Raketen. Dann darf der Hund nochmal zubeißen. Ich finde das Spiel klasse. Und ich finde es so traurig, dass es nicht auf dem westlichen Markt ist. Vielleicht kommt es irgendwann mal. Es würde mich auf jeden Fall sehr freuen. Ich würde auf jeden Fall dann nochmal ein Let's Play dazu machen auf Deutsch. Oh, noch mehr Gespräche. Gespräche sind was Wunderbares bei Übersetzung. Hey. Zero drückt komische Tasten. Was mache ich denn hier? So. Alles klar, ich habe gerade aus Versehen OBS geschlossen. Was für eine Geistersache. Mal ganz kurz OBS hier wieder öffnen. Das sind meine Dinge, die ich tue. Gucke momentan TTT von Zombie. So, wuff, ja, komm. So. Hey, ich drücke mal doofe Tasten. Weil ich blöd bin, weil es noch morgens früh ist und ich gleich zur Spätschicht muss. So. Oh, Dogmeat, was hast du gefunden? Ja, was hast du gefunden, Kleiner? Sag's uns. Sie scheinen großes Vertrauen in diesen Hund zu haben, aber ist etwas Besonderes daran? Geplänkel. Leute, lasst das Geplänkel. Gebt mir richtig Story. Das ist natürlich Dogmeat, unser bester Freund.
Es hilft mir mehr als einmal aus der Gefahr. Raus aus dem Ärger in Gefahr. Ergibt das Sinn? Wuff. Oh, Mr. Big Boss. Hier kommt der Boss, Leute. Es ist ein riesiger Nacktmull, der höchstwahrscheinlich genauso wenig drauf hat wie die anderen. Aber hey, übersetzen wir das Ganze mal. Ja, schau nach vorne, ein weiblicher Albino-Maulwurf. Dies ist wahrscheinlich die zweite hässliche, die ich an der Oberfläche gesehen habe. Geil. Geil. So, was hast du denn nun zu sagen? Das zweithässlichste? Das erste hässliche Ding ist also... Jetzt kommt's. Mein Spiegelbild. Oh Gott. Kleine Sachen lassen sich nicht übersetzen. Aber wir tun einfach mal so, als würde da mein Spiegelbild stehen. Ich wette, das lässt sich auch nicht übersetzen. Wenn ich denn die richtige Taste drücken würde. Ich bin immer zu voreilig. So. Ja gut, das lässt sich auch nicht übersetzen. Okay, Mr. Big Boss, der irgendwie ein Todeskrallensymbol hat. Komm, Messer ihn! Zap, zap, zap. Eigentlich ist das voll unfair. Ich heile mich einfach wieder hoch. Oh, sie radio... Okay, wir brauchen auf jeden Fall Red Away daher für den Hund. Auch wenn da steht, er brennt. Ich glaube, das ist Red. Jawohl! Was habe ich bekommen? Scheiße, ich habe es nicht gesehen. Ich habe nicht drauf geachtet. Aber ich hoffe, es ist eine Platine, um den Raum zu bauen. Haben Sie die Spur von Jacob nicht gefunden? Sagten Sie, dass dieser alte Mann von der Mutter Maulwurf verschluckt wird? Ich bezweifle stark, dass er tot ist, aber hey. Ich denke mal, er war hier. Oder ist einfach geflohen, als er das hässliche große Viech gesehen hat. Unmöglich, obwohl nackte Maulwürfe oft Menschen angreifen, ist ihr Appetit nicht so groß. Aber die war schon ziemlich groß. Also ich denke schon, dass ein so ein Happen und dann ist da ein großer Mensch eigentlich schon weg. Ihre Nachforschung über nackte Maulwürfe haben nicht wirklich beeindruckt. Ich dachte, sie hassen sie. Geplänkel. Ich hasse sie auf jeden Fall, aber das ist nicht der Punkt. Jetzt sollten wir das Hundefleisch, jetzt sollten wir Dogmeat es erforschen lassen. Gibt es hier einen Hinweis? Jetzt spricht er aber offensichtlich. Oder steht Dogmeat schnüffelt. Riechen Sie und schütteln. Okay. Wir wissen, was er getan hat. Er hat dran gerochen. Es scheint, dass das Glück heute nicht auf unserer Seite ist. Dann müssen wir uns immer noch weigern, um uns auszuruhen ganz. Gibt es hier noch einen Raum? Wo war es das? Ah, hier. Hallo? Leute, geht hier rein. Jawohl, essen. So, und jetzt müssen wir höchstwahrscheinlich raus, oder? Jahre später. Kann ich nicht rauszoomen? Das fehlt irgendwie in diesem Spiel. Das rauszoomen. Hä? Achso. Ich glaube, das war falsch. Ah, ich hab versagt. Ich hätte doch zu irgendeinem Ziel laufen müssen. Okay, Leute, ich werde das jetzt einmal ganz kurz wiederholen und dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Haut rein, euer Zero. Tschüss.